Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Pokémon Smaragd, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich heiße euch wie immer herzlich willkommen und danke natürlich auch, dass ihr wieder reingeschaltet habt und die glorreiche letzte Folge so geil bewertet habt. Wir sind am Strand von Crafted Port City angekommen und müssen jetzt hier noch ein paar Trainerkämpfe erledigen. Und da verschwenden wir auch gar keine Zeit und machen das direkt. Los geht's, nächster Trainerfight. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht, feurig heiße Kämpfe aber stehlen Trainer-Pokémon. Was? Stählen? Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollte. Eine Herausforderung für Schönheit Knogga. Na, Knogga ist eine Aufgabe für Katja. Boah, Alter! So eine Knochenkeule macht schon... Damage. Macht schon ordentlich Damage. Sollte man nicht unterschätzen. Wir sind halt auch noch nicht auf dem High-Ranked-Level, wo wir einfach so alles durchmarschieren. So, next please. Ah, drei Pokémon immer. Ach, Valreiser, Alter. Wollt ihr mich komplett verarschen? Warum haben die alle immer so... Alter. Das ist doch nicht normal. Zugabe, okay, das kann er von mir aus machen. Rasierblatt. Das ist nicht mal ein One-Hit, obwohl ich 7 Level drüber bin. Ja, dann viel Spaß mit Zugabe. Viel Spaß, Rasierblatt. Gebe ich dir gerne Zugabe. Okay, das ist für Tom Level 19. Als nächstes wird Hundemann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist wieder eine Aufgabe für Katja, aber Hundemon ist ultra schnell. Boah, ich hoffe, Katja überlebt das. Sollte ich erst heilen? Ich glaube, ich heile erst. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt überhaupt nicht, was der für Attacken hat. Glut, okay. Damit kann ich leben. Dann kommt Jauler, okay, das ist nicht so geil. Okay, das ist okay. Das ist okay. Silberblick ist auch okay. Okay, das war's mit Hundemon. Auch ein Pokémon hätte ich ultra gern mal fürs Projekt, um ehrlich zu sein. Okay. Level 17. Nice. Sumpex. Na klar. Das ist wieder eine glorreiche... Ich muss sagen, so Wasser- und Pflanzentyp kriege ich entweder als Encounter sau oft oder als Gegner. Habe ich hier irgendwie was eingestellt, dass ich hier nur... Alter, warum die auch hier... als Zumpex, das ist die dritte Entwicklung von Morabbe. Aber hält halt auch nichts aus. Gut, wir sind 8 Level drüber, aber hält halt trotzdem nichts aus. Okay, gut. Gut, läuft. So, und bei ihm kann ich jetzt, glaube ich, Sprudel kaufen, oder? Ach so. Ach, bei dem kriege ich jetzt Sprudel geschenkt, weil ich die Trainer ja besiegt habe. Stimmt. Dann nehmen wir gerne mit, die geben 60 KP, glaube ich, geben die zurück. Das ist ordentlich und das ist gut. So, hier erwartet uns noch ein Doppelkampf. Den nehmen wir auch an. Ich lasse nur da... Lasse ich Tai und Katja wieder ran? Nee, ich lass mal Tai und Javi ran. Und nehmen wir den Doppelkampf einfach mal dankend an. So, ein Sonnenschirm, okay. Zwei kleine Kiddies mit wahrscheinlich... Ach du Scheiße, 4 Pokémon gleich. Makargo. Ah. Und Banett. Beides 2 Pokémon, die ich nicht geil finde, um ehrlich zu sein. Finde ich nicht so gut. Finde ich wirklich nicht so gut. Aber okay. Makargo ist schon mal dahin. Okay. Auch bei Geister-Pokémon habe ich immer so Angst, dass die Abgangsbund oder sowas können. Ah, das wäre mies. Sowas ist immer mies. Seemops kommt. Okay, Seemops ist in Ordnung. Glaube ich.
Es kann mich hier gefühlt jedes Vieh kann mich hier komplett aus dem Leben nehmen. Sag ich, wie es ist. Okay, Windhose ist cool, dass das beide gegnerischen Pokémon immer trifft. Das ist ganz cool. Seemops ist auch dahin. Okay, gut. Dann kämpfen wir jetzt nur noch jeweils gegen ein Pokémon. Und Banett schreckt sogar zurück. Dann gehe ich auf die Slam-Attacke. Einfach nur aus dem Hintergrund, weil ich nicht weiß, was als nächstes für Banett kommt. Weil das wahrscheinlich sinnvoller ist als Ackerknarre, sei denn es kommt jetzt Gesteins-Pokémon oder irgendwas, wo Wasser sehr effektiv ist. Aber mit Slam gehen wir erstmal auf eine normale Basis. Okay, ja, Wasser wäre ja nämlich schlecht gewesen. Mit Slam sind wir ja definitiv besser dran. Das macht nämlich auch guten Schaden. Das machen wir auch nochmal und gehen nochmal auf die Windhose. Und dann sollten wir den Top-Air-Kampf auch ordentlich überstanden haben, nehme ich an. Jo. Okay, das passt. Sehr, sehr gut. Haben wir erreicht Level 18. Und wir haben den Doppelkampf hier am Strand. Oh, Alter, dass die immer alle meine Freunde sein wollen, geht mir so auf den Senke. Okay. So, ist hier noch irgendwo ein Trainer oder so? Nee, nee. Ich glaube, jetzt habe ich alle am Strand. Ja, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Das ist Graffit-Putze, die hier oben. Okay, gut. Moment mal, das hier oben ist ja schon Graffitport City, oder? Das ist quasi Graffitport City. Ich befinde mich jetzt hier in Graffitport City. Das heißt, ich kann hier ein Pokémon fangen. Und wenn ich in Route 109 noch keins gefangen habe, kann ich quasi hier unten auch eins fangen. Das ist ja nice. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, Pokénav. Ob ich hier auf dieser Route, Route 109 nämlich, ob ich da noch ein Pokémon fangen darf. Faustauer Hafen war Route 100, also war Faustauer Hafen. Oder Route 106. Habe ich auf Route 109 schon was? 110. Nö. Also, zwei Encounter, die wir diese Folge hier fangen. Mit der Angel, aber besser als nichts, würde ich sagen. Okay, dann zuerst für Route 109. Bin mal gespannt, was wir da jetzt fangen dann. Wo ist denn meine Angel? Ach ja. Okay, Pokémon am Haken. Mal gucken. Pixie. Oder Pipi. Was zu einem Pixie werden kann. Okay. 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 Ist ein weibliches. Ach du Jemine. Ich glaube, ich schmeiß einfach direkt einen Pokéball, weil ich muss. Ich könnte rausgehen und könnte wenigstens mit Habi noch eine Donnerwelle drücken. Dann ist es immerhin paralysiert. Ja, okay. Die Zugabe kannst du von mir aus dann kriegen. Und dann fange ich das Pipi. Hoffentlich. Ha, sieht schon mal nicht gut aus. Von mir aus jetzt weiter Heuler ein, das ist überhaupt kein Ding. Okay, wir haben ein Pipi gefangen. Ein weibliches. Möchtest du dem Pipi einen Spitznamen geben? Jo. Pipi wird unser Kind. Okay, gut. Dann erster Encounter für diese Folge. Und jetzt können wir ja Graffitport City. Wir haben nicht in Graffitport City irgendwo, was weiß ich, noch irgendwas anderes, wo wir was fangen könnten, oder? Ich glaube, nee. Ach doch, wir haben hier direkt in der Stadt, okay. Und das ist Route 110. Okay, gut. Das heißt, da können wir noch ein Pokémon fangen.
Na gut, dann kann ich auch hier angeln, würde ich sagen. Okay, mal gucken, was es jetzt ist. Nochmal Pipi. Okay, das haben wir schon, das dürfen wir nicht nochmal. Okay, wir sind gespannt. Was ist es diesmal? Oh mein Gott! Oha! Oha! Oha, oha, oha! Das ist geil! Das ist richtig geil, Freunde! Also wirklich jetzt, das ist extrem cool. Das ist wirklich extrem cool. Damit kann ich definitiv sehr, sehr gut leben. Ein Aquana zu haben, da gehe ich definitiv mit. Da gehe ich definitiv mit. Aquana ist richtig cool. Oh. Wir müssten es halt dann nur noch fangen, ja? Wir müssten es halt nur noch fangen. Das wäre nicht so verkehrt. Boah, es ist, glaube ich, kein einfaches Pokémon. Ich glaube, die Fangrate bei Aquana ist extrem niedrig. Boah, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ja! Boah, sehr, sehr gut. Aquana, nice. Das ist richtig, richtig gut. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Möchtest du dem Aquana einen Spitznamen geben? Jo, die Aquana oder das Aquana wird unsere liebe Anne. Weil Anne war damals in unserem ersten Feuerrot-Projekt ein Blitzer. Und da finde ich, bietet sich ein Aquana sehr, sehr gut an. Als dieses Projekt-Pokémon. Wisst ihr, wie ich meine? So, erstmal Pokémon heilen. Das ist lieb, das ist nett. Dann kaufen wir uns mal noch ein paar Pokébälle, weil ich möchte ungern mit zu wenig Pokébällen rumlaufen. Weil, wie ihr seht... Oh, wir können jetzt schon Superbälle kaufen. Das ist sehr, sehr gut. Was kosten 7 Pokébälle? Ah, oh, es tut schon weh. Es tut im Geldbeutel schon weh, aber ich mach's mal. Und ich nehme trotz alledem mal noch 6 Pokébälle mit. Tränke nehme ich erstmal nicht mit, weil da haben wir die Sprudel geschenkt bekommen. Von daher lasse ich das mal noch. Okay, sehr, sehr gut. Das läuft. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht gleich auf Route 110 mir noch das nächste Pokémon fange, also den nächsten Encounter. Oder ob ich sage... Gucken uns erstmal die City an, weil hier in der City gibt es, glaube ich, keine Arena. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen die City an. So. Wir quatschen erstmal mit allen Leuten. Hier gibt es so einen Pokémon-Markt. Da kann man, glaube ich, genau, da kann man Puppen kaufen, denn es gibt ja hier im Let's Play, oder es gibt ja hier bei Pokémon Spark die Möglichkeit, sich eine Geheimbasis einzurichten. Und da kann man dann sich wie so ein eigenes Haus einrichten. Da kann man dann eine Couch hinstellen und Puppen auf den Tisch setzen und so. Auf dem Markt hier kann man auch Carbon und sowas kaufen, das stimmt. Wenn ich hier mit einem starken Pokémon zu ihr wiederkomme, dann kriege ich irgendwas geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ansonsten könnte man hier so ein paar Sachen halt einkaufen. Auch jetzt nicht die Welt. Aber... Ist halt ein kleiner Markt, so. Das ist ganz cool. Ach, Puderdöschen. Hier, von ihr habe ich ein Puderdöschen bekommen. Damit kann ich, genau, damit kann ich Beeren mahlen und kann daraus dann Pudermedizin herstellen. Habe ich noch nie gemacht irgendwie im Projekt. Weiß auch nicht, wieso.
So, und hier kann ich, ich glaube, die Kusenamen bewerten oder so. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Aber jetzt lass mich dir etwas zu den Pokémon-Wettbewerben sagen. Hier kann jeder seine Pokémon der Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Deshalb haben wir uns hier getroffen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Alles klar. Hat hier auch noch irgendeiner was, was er mir schenken möchte? Vielleicht? Oh nein! Nee, ich möchte mich nicht äußern. Diese komischen Kommentatoren immer. Wenn du magst, dann bringe ich einem deiner Pokémon-Angeberei bei. Nö, gerade nicht. Aber gut zu wissen, dass du hier bist. Was machst du? Auch nix. Okay, das war ja richtig sinnfrei. Gut, was haben wir hier noch so? Hier ist eine Schlange Team Aqua. Da, gegen die müssen wir auch noch kämpfen. Da, oh. Warte mal, hier im Pokémon Center habe ich mit dir schon gequatscht? Nee. Okay. So, und das sind Pokémon-Wettbewerbe. Da geht's um Schönheit, um Anmut. Gab's in Pokémon Soul Silver auch schon, was wir gespielt haben. Da führt man halt Attacken vor und dann entscheidet so ein Computersystem bzw. die Zuschauer, ob man an diesem Pokémon-Wettbewerb... Nee, wartet mal. Nee, das hier war ein anderes Pokémon-Wettbewerb, glaube ich. Hier hat man, glaube ich, irgendein Team bekommen, mit welchem man dann bei diesem Pokémon-Wettbewerb antreten musste. Wenn man das gewinnt, kriegt man am Ende irgendwas. Oh, TM 41 erhalten. Folterknecht. Geil. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne entgegen. So eine Arena können wir uns eigentlich mal angucken. Das ist keine direkte Arena. Aber... das können wir uns trotzdem mal angucken. So, Captain Brick ist, glaube ich, da in diesem Museum, wo gerade die ganzen Leute von Team Aqua davor stehen. Da müssen wir also auch noch rein. Ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt direkt machen? Ich könnte ja mal... Hey, du da! Hör auf zu drängeln! Wir stehen hier ordentlich an! Irgendwas muss ich hier... Was? Wie? Was willst du? Du willst wissen, was auf dem Schild steht? Ich lese es dir vor. Mal sehen. Ich glaube, da steht etwas wie, das Leben im Meer ist unendlich vielfältig. Ja, genau. Ich bin sicher. Das steht da. Toll. Okay. Okay. Ich quatsche einfach mit allen Leuten, weil, wie ihr seht, man kriegt manchmal was geschenkt. Und das ist wichtig. Ich lese das nicht alles vor. Ihr wisst Bescheid, aber... So, ich glaube, das ist Captain Brick und der möchte doch jetzt diesen Brief haben, den wir noch haben von Troy. Hallo, ich bin Bootmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre... Ah, nee. Okay. Aber dem müssten wir das bringen. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. Captain Brick ist anscheinend doch noch im Museum. Stimmt, so war es irgendwie. Ist hier was drin? Nö. Gut, mehr finden wir hier auch nicht. Dann können wir hier auch wieder raus. Und dann haben wir eigentlich nur noch das eine Häuschen hier unten, oder? Ansonsten müssten wir jetzt alles gemacht haben. Okay, Kampfcamp, ja. Alles klar, dann haben wir die komplette City uns angeschaut. Mehr gibt es hier tatsächlich auch nicht zu holen. Dann würde ich sagen, weil es so schön war... Komm, wir gehen noch den nächsten Encounter fangen. Zum Ende der Folge hin, komm. Wir machen es einfach. Route 110. Gut, dann wollen wir mal. Ja. Gut. Zickzacks. Na klar. Nein! Oh, nicht Kopfnuss. Nicht Kopfnuss. Nein, das war dumm. Oh, Gott sei Dank. Ich nehme jeden Encounter mit. Auch wenn es ein Zickzacks ist. Auch wenn es ein Zickzacks ist. Das ist aber nicht so wild. Das ist nicht so schlimm. Wir haben einen Zickzacks gefangen. Für Zickzacks wurde ein Tag im Pokédex angelegt. Möchtest du einen Zickzacks? Ja, möchte ich. Und zwar wird Zickzacks unser...
Zigzags wird Celine. Oh. So. Oh, völlig falsch geschrieben. Halt. Jo, fehlt, So. Alles klar. Gut, dann haben wir auch einen Zickzacks. Was hätte es hier denn noch so gegeben? Freunde. Damit ich mich ärgern kann. Nochmal Zickzacks. Okay, dann muss ich mich nicht so ärgern. Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Was hätte es hier noch... Oh. Nidorino wäre cool. Nidorino wäre schon mega cool gewesen. Oh, Schwalbos wäre auch so wichtig gewesen. Oh Gott, ist das ärgerlich. Na gut. Na gut. Leute, das war's für diese Folge Pokémon Smaragd. Ich danke wie immer fürs Reinschalten. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und natürlich sehr, sehr gerne die Kommentarsektion mit euren netten Worten voll spammen. Auf Instagram könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten war's das. Bis zur nächsten Folge. Bleibt alle schön gesund und ciao, ciao.